Moin, der Wolfgang vom schönsten Nordeuropas, St. Peter-Ording mit Spielwaren Mondenkind. Heute haben wir Drehtag und gestern dachte ich mir, geh doch mal zum Friseur. Ich setze mich also dahin, kommt die Friseuse, die mich immer frisiert. Ja, gut, ich gehe nicht häufig, aber wenn ich gehe, gehe ich dann zu ihr. Wie immer. Ja, wie kurz war das? 3 mm. Okay, sieh los. Oh, shit. Ja, geplant war es anders. Ich sage, nur hier. Da war sie aber schon da und da war es zu spät. Na gut, okay. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ihr werdet das auch. Kommen wir zum Spiel. Spukstaben, so heißt es. Vom NSV, vom Nürnberger Spielkartenverlag ist es und so funktioniert es. Übrigens ein kooperatives Spiel. Das heißt, wir spielen zusammen gegen das Spiel. Auf geht's. Zum Spielumfang gehören 55 Spukstabenkarten, 3 Raumkarten, das heißt hier vorne die Druckerei, das Büro und der Ausgang, 10 Spuksteine, eine Sanduhr und einen Block für die Mitspieler. Jeder Mitspieler bekommt ein solches Blatt. Auf dem Block vermerkt sind insgesamt 10 Runden. Am Ende der 10. Runde ist das Spiel vorbei. Während des Spiels versuchen wir jetzt, die Buchstaben daran zu hindern, von den Geistern zur Tür herausgetragen zu werden. Jeder Spieler erhält ein solches Spielblatt. Wir simulieren mal ein Spiel für 2 Spieler. So. Auf diesen Buchstaben sind hier vorne Felder vermerkt, auf denen jeweils die Spieleranzahl gekennzeichnet ist. Das heißt 4 Spieler, 3 Spieler, 2 Spieler, 1 Spieler. Wir spielen zu zweit, legen auf jeden Buchstaben auf das Feld für 2 Spieler ein entsprechendes Würfelchen. So, das ist die Ausgangssituation. Jetzt haben wir 1 Minute Zeit, jede für sich, Wörter zu finden. Und zwar in jeder Runde ein Wort, das möglichst viele dieser Buchstaben beinhalten soll. Jeder Buchstabe, der im Wort vorkommt, wird dabei aber nur einmal gewertet. Also angenommen, ja, blödes Beispiel, Eigennamen sind verboten, aber Anastasia, wo ganz, ganz viele A's drin sind, würde nur ein A gewertet werden. 1 Minute Zeit habt ihr dafür. So, die Uhrzeit wird hier gestoppt. Wir haben da mal was vorbereitet. Die Minute ist um und nehmen wir mal an, diese beiden Wörter wären jetzt gefunden worden. Damast und was haben wir hier? Stadion. Der Spieler, der das kleinste, das kürzeste Wort hat, beginnt. Damast. Ein D haben wir hier vorne. Das heißt, das D kommt einmal vor, der Würfel einen nach unten. Ein A kommt einmal vor, Würfel einen nach unten. Ein M kommt einmal vor, Würfel einen nach unten, noch ein A. Das A wurde aber schon mal gewertet. In jedem Wort wird jeder Buchstabe nur einmal gewertet. Das heißt, das fällt weg. Aber das ST hätten wir und das kommt hier einmal vor. Jetzt kommt der Begriff Stadion. Das ST, das heißt, der Würfel verlässt das Kärtchen. Dieser Buchstabe ist von uns gerettet worden. Den können wir hier ablegen. Dann haben wir ein A, Sta, ein D, ein I, ein O und das N kommt nicht vor. Das würde verfallen. Das war schon gar nicht mal so schlecht, was wir hier gerade gemacht haben. Das heißt, alle Buchstaben, die jetzt noch hier vorne in der Auslage liegen, wandern am Ende einer Runde ein Feld weiter nach rechts. Am Ende der 1. Runde, hier vorne sind kleine Zeichen dort, die mir bekannt geben, wie viele neue Buchstabenkarten aufgedeckt werden, bei wie vielen Spielern. Bei einem Spieler 2 neue Buchstabenkarten, bei 2 und 3 ebenfalls und bei 4 Spielern würden 3 neue Buchstaben. Wir sind 2 neue Spieler, das heißt, 2 Karten werden vom Nachziehstapel genommen und hier wieder hingelegt. Bestückt mit den Würfeln auf der Spieleranzahl starten wir in die nächste Runde.
Es können auch Karten aufgedeckt werden, die eine besondere Symbolik beinhalten. Beispielsweise eine solche Karte. Wenn ein kleiner Geist mit dabei ist, muss eine zusätzliche Karte mit aufgedeckt werden. Wenn wir ein solches Zeichen auf der Karte vorfinden, gibt es uns Auskunft darüber, in welchem Raum die Karte startet. Das heißt, wir müssten nicht immer ganz links starten. Nein, wir können auch die Druckerei oder im knappesten Fall sogar das Büro als Startraum haben. Ja, hier beispielsweise das Büro. Dann gibt es besondere Bedingungen, die an das zu findende Wort gebunden sind. Das heißt also hier beispielsweise, dieser Buchstabe würde nur dann gewertet werden, wenn eine maximale Länge von 6 Buchstaben das Wort kennzeichnen. Oder hier, dieses H dürfte verwendet werden, allerdings nur, wenn es sich dabei nicht um ein SCH handelt. Bei diesem I, wie gesagt, kommt wieder ein weiterer Buchstabe dazu. Diese Symbolik finden wir hier auf einigen dieser Karten in gleichmäßiger Anzahl gut untergemischt. Ja, pro Runde kommen weitere Buchstabenkarten hinzu. Wenn ein Buchstabe nicht gerettet werden kann, das heißt also, am Ende einer Runde hat er nicht die Karte verlassen, auch das ist nicht gerettet. Nein, er muss wirklich die Karte verlassen. Dann wurde dieser Buchstabe von einem Geist geklaut und auf einem separaten Ablagestapel gelegt. Am Ende des Spiels sind das Minuspunkte. Am Ende der 9. Runde kommen einmalig keine neuen Buchstaben hinzu. Die 9. Runde bzw. die 10., die letzte Runde, hat auch noch eine Besonderheit. Bei der 10. Runde zählen die Würfel nicht mehr. Die können wir herunternehmen. Und jetzt ist es so, dass jeder Buchstabe, der jetzt im letzten Wort noch mit untergebracht wird, komplett gerettet ist. Das heißt, in der 10. Runde müssen die Würfel nicht mehr die Karte verlassen. So, und sagen wir mal, was nehmen wir denn? Sagen wir mal, hier sind es der Begriff Stolz. Und da könnten wir... Wir versuchen natürlich noch möglichst viele Buchstaben zu retten. Ja, sagen wir hier lustig. So, lustig. Okay, stopp. Dann brauchen wir die restliche Zeit nicht mehr abwarten. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Also, Stolz hat 5 Buchstaben, lustig hat 6 Buchstaben. Das heißt, Stolz, das wäre, das S ist gerettet, das T ist gerettet. Das O ist gerettet, das L ist gerettet und das Z haben wir nicht. Und bei lustig, da kommt das G am Ende, das noch gerettet ist. Und das C wurde leider geklaut. Jetzt ist das Spiel vorbei und jetzt zählen wir. Jetzt kommt es zu einer Punktewertung. Und zwar, wir beginnen grundsätzlich mit 15 Punkten. Wir haben am Anfang 15 Punkte. Jetzt werden die Buchstaben, die geflohen sind, gegengerechnet. 14, 13, 12, 11 Punkte wäre das Ergebnis dieser Runde. Es gibt die Möglichkeit, zusätzliche Bonuspunkte zu erhalten. Bonuspunkte können wir beispielsweise erhalten, wenn wir die Anzahl der Würfel von vornherein reduzieren. Wir sagen, wir spielen jetzt nur mit 9 Würfeln, würden wir, also anstelle von 10 9 Würfel, würden wir einen Bonuspunkt bekommen. Dann starten wir also bei der Endabrechnung bei 16 Punkten. Wenn wir auf 2 verzichten, würden wir aber bei 17 Punkten starten. Allerdings, das mit den Würfelchen, das hat noch ein kleines Problem. Kommen nämlich neue Karten ins Spiel und wir haben keine freien Würfel, dann sind diese Buchstaben sofort geflohen. Das ist also ein Risiko. Wenn ich hier von vornherein Würfel herausnehme, habe ich zwar mehr Bonuspunkte am Anfang, aber es ist auch schwieriger, alle Buchstaben, die ins Spiel kommen, zu retten. Ja, und nochmal einen Bonuspunkt gibt es extra, wenn wir am Ende der 9. Runde schon keine Buchstaben mehr hier liegen haben. Es kommen ja auch keine neuen hinzu. Haben wir also eine Runde Bonus, den wir noch mit auf den Anfangswert setzen können. Und dann finde ich auch eine schöne Idee,
haben wir am Ende der Anleitung entsprechend eine Klassifizierung. Was bedeutet dein Ergebnis denn jetzt? Und was hatten wir? Wir hatten 11 und mit 11 wären wir Wortakrobaten. Hier steht, ihr seid schon ganz passable Buchstaben-Nachtwachen. Nur wenige Lettern sind abhanden gekommen. Einen mehr und wir wären vor Wortbegeisterung in der Gruppe Wortbegeisterung hineingekommen und dann, na, es wäre schon deutlich besser geworden. Also dieser eine macht es aus. Probiert es aus. Wunderschönes Spiel. Immer wieder anders. Und mal hast du so ein Brett vor den Kopf. Und die Minute ist um. Tja, und wenn ich so drüber nachdenke, Wortbegeisterung hatten wir bis jetzt noch nie erreicht. Wortfeuerwerk käme danach und High-End-Wortmagie. Wortmagie ist allerdings 16 und mehr und wenn wir schon mit 15 als höchstes anfangen, sind wir auf Bonuspunkte praktisch angewiesen. Probiert's aus. Vielleicht werdet ihr es rocken, das Spiel. Auf jeden Fall als Team. Bleibt gesund. Bis bald. Der Wolfgang.